Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von den Scrap Challenges. Heute mit den Kandidaten Leon, Nico und Simon. Hi, servus. Hi. Ja, ich habe keine Ahnung, was Leon da schon wieder für einen Mist baut. Eigentlich müssten wir mal in Scrap Mechanics irgendwelche Regeln einführen, dass nichts gebaut werden darf. Das, aber dann funktioniert das Spiel doch nicht richtig, wollte oder? Ich sagen, ist so, ich habe etwas Wunderschönes vorbereitet für euch. Oh Gott. Das wird schief gehen. So. Boah, verdammt noch eins. Es wäre, sag ich mal, deutlich lustiger gewesen, wenn Mr. Justcraft noch da gewesen wäre. Aber zu dritt geht es selbstverständlich auch. Und zwar, ist es heute so eine kleine Spezialfolge. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr daraus machen werdet. Und zwar ist heute die Aufgabe, ein Fahrzeug zu bauen. Und zwar in einer Gesamtzeit von 30 Minuten. Das geht ja noch, ja. Jedoch rotieren wir nach 10 Minuten. Was? Oh je. Das heißt, Gott. Jeder ist einmal an dem Fahrzeug des anderen. Und am Ende verlosen wir die Fahrzeuge. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist, wird sehr spannend. Das heißt, es wird eine Bauzeit von 3x10 Minuten geben. Es gibt von den baulichen Sachen jetzt recht wenig Einschränkungen, bis auf die normalen Sachen, halt keine Stoßdämpfer. Tut mir leid, ich höre nichts mehr. Ja, Leon muss halt mal wieder denken, dass er dicke Eier hat. Kartoffeln. Und, also wie gesagt, alles stinkt normal, keine Stoßdämpfer, ansonsten ja alles wie gewohnt. Und ihr werdet euch danach ganz normal hier in der Arena battlen. Frage. Ja. Muss man mit dem schaffen, was der Vormann gebaut hat? Ja. Oder kann man es einfach ganz abbauen und neu machen? Nein, das macht ja sonst keinen Sinn. Darf man es aber geringfügig verändern? Also quasi, dass man die Grundstruktur da lässt. Aber beispielsweise, so, wenn jetzt ein sechster Reifen dranhängt, mit dem ich nichts anfangen kann, kann ich den quasi so einbauen, dass das wegklappbar ist oder sowas. Ja, das ist selbstverständlich klar. Also ich kann an der Sache was arbeiten, aber die Grundstruktur sollte da bleiben. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwas eingebaut hat, was jetzt vielleicht auch weniger Sinn macht, zum Beispiel irgendeinen Rotor auf dem Dach, dann sollte man das natürlich auch nicht wegbauen, weil das hat ja der Vorgänger, hat sich ja da wahrscheinlich irgendwas dabei gedacht. Also so, wenn jetzt halt gerade 10 Minuten vorbei sind und der wollte noch irgendwie seine Idee vervollständigen, dann natürlich klar. Aber so die grundlegende Konstruktion sollte jetzt, sage ich mal, nicht angegriffen werden. Okay. Also zum Beispiel den Grundrahmen, der ist jetzt aus Holz gebaut und nee, ich will jetzt aber Beton oder sowas. Ja, aber zum Beispiel, wenn es zum Beispiel nur 3 Reifen hat, könnt ihr auch noch 6 Reifen hinbauen. Ja, also das ist ja natürlich dann euch überlassen. Aber dann, wenn halt sozusagen dann die dritte Person kommt und da sind dann 9 Reifen dran, dann darf der nicht wieder 5 wegmachen. Okay. Aber wie gesagt, sonst ist alles eigentlich völlig wurscht. Außer keine Stoßdämpfer. Ihr könnt so viele Motoren verbauen, ihr könnt so viele Sitze verbauen, ihr könnt so viel Reifen verbauen. Kann es vorkommen, dass man sein eigenes Fahrzeug kriegt? Theoretisch ja. So, okay, ja, gesagt, naja, was heißt, was ist dein eigenes Fahrzeug? Das, was man als letztes bearbeitet hat, quasi. Ja, natürlich, das kann natürlich sein. Das ist ausgelost, zufällig. Genau. Das heißt, kann. Es kann sein, dass wenn du da am Ende was machst, was Leute ja übelst abfuckt, du das selber abkriegst. Ja, hast du halt selber eigentlich drauf geschissen, ne? Gut, alle bereit? Ja. Ajo. Gut, dann beginnen die ersten 10 Minuten jetzt. Oh Gott. Ich ziehe euch in eure Channels. Jo, zieh uns runter. So, mein Guter. Ja. Da ich die letzten Mal lieber bei Leon angefangen habe. Was ist deine Idee? Ist deine Idee, dass du was Produktives machen willst oder so richtig abfuck? Ich
So eine Mischung von beidem. Also okay. Abfuck in dem Sinne, dass man, es ist nicht so, dass man das Fahrzeug sieht und denkt, geil, das will ich haben. Okay. Aber es ist dann so, dass wenn man das Fahrzeug bekommt, man denkt, okay, da kann ich aber arbeiten. Okay. Ja gut, das ist natürlich nachher komplett random, wer welches Fahrzeug bekommt. Denn die werden nachher in einer Reihe aufgestellt, dann wird über random.org werden dann halt drei Zahlen gelost und ja. Mhm. Genau. Aber schon irgendeine grobe Idee, also ich sehe schon, es soll recht klein werden. Das soll, ich sag mal, ausfahren nachher. Es soll ausfahren, okay. Ja, also im Sinne, dass hier die, Moment mal. Ja, das ist ja jetzt alles noch nicht angebunden. Ja, ja. Ich bräuchte mal sowas hier. Dass das quasi um 45 Grad so ausgelenkt wird und dann natürlich die Räder 45 Grad in die Gegenrichtung. Das ist so wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Spinne ausfährt. Okay. Okay, aber wo willst du zum Beispiel deinen Sitz hinbauen? Das sind Fragen, das kann der Nächste gucken. Okay. Bedenkt, es sind halt heute nur 30 Minuten. Das ist, glaube ich, bei mir die kürzeste Bauzeit jetzt. Also natürlich nicht allzu viel Zeit verschwenden. Ja, und vor allem 10 Minuten, also ich denke mal, ich kriege jetzt das hin, dass das hier ordentlich ausfährt und dann war es für heute. Also für die 10 Minuten hier. Ja. Ich weiß nur, ob ich viel mehr hinkriege. Mehr wird höchstens... Scheiße! Vor allem, wenn man hier ein Kugellager noch vergisst. Ja gut, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich gehe mal weiter. Bis später. Hallo Simon. Hi. So, auch die obligatorische Frage. Auf was bist du aus? Eher auf Abfuck oder eher auf, ich baue was Gescheites? Weder noch. Ich baue jetzt einfach irgendwas hin. Okay. Ich kriege das Fahrzeug eh am Ende wieder nicht, das weiß ich. Also. Ja, ich sehe schon, du machst eine sehr alternative Lenkung. Die Lenkung ist noch nicht alternativ, die ist noch nicht angeschlossen. Ach so. Okay. Ich könnte die Lenkung auch ein bisschen Abfuck machen, das ist richtig. Aber ich hege auch heute gerade keine große Ambition, der Tag war lang. Okay. Mal sehen, was rumkommt. Okay. Erstmal die Steuerung invertieren, das wär's doch jetzt, oder? Ja, komm, die invertieren wir. Ja, gut. Klar, wenn das halt bis dahin niemandem auffällt, das ist, ich sag jetzt mal so Kleinigkeiten, da, das dürften wir schon ändern. Ja. Also, wenn es halt den nächsten. Ich habe eigentlich versucht. Ja? Ich versuche wieder das Fahrzeug mit einiges an Schub hinten auszustatten. Okay, also auch mal so wirkliche Schubdüsen auf volle Kraft, so wie ich. Ja, mal schauen, ob es jetzt damit was wird, aber... Ja, schön. Es gibt interessante Engines, die ich mal gerne testen möchte. Okay, ja klar, sowas bietet sich ja da voll an. Ja, richtig. Weil man baut jetzt halt nicht 10 Minuten, eine halbe Stunde an seinem eigenen Auto und versucht halt das Maximale rauszuziehen. Sondern man versucht halt dreimal irgendwas hinzubekommen. Ja, es geht nach vorne, es geht nach vorne, dann geht die nach hinten. Schauen wir mal, was nachher aus deinem Auto wird. Ja, das ist. Man darf gespannt sein, glaube ich. Ja, ich denke auch. Viel Spaß dir noch. Ja, mach's gut. Aha, sehr interessant. Also Nico möchte so... Moment, Fahrtests. Okay. Ist auch ein sehr interessantes Lenkrad, was er dahin hat. Ja, also es bietet sich natürlich sowas an, Motoren zu testen, die man davor halt nicht getestet hat. Macht ja auch Sinn. So, jetzt auch natürlich die obligatorische Frage an dich. Auf was bist du aus? Auf Abfuck oder auf mal gucken? Auf Hauptsache es fährt. Ich weiß, was die anderen draus machen.
Okay, ich also werde es gerade so bauen, dass ich damit vorwärts fahren kann, dann bin ich schon zufrieden dann. Okay, du baust jetzt aber wieder hier einen 1x1 Motor und einen 1x1 Sitz. Das bin ich mal sehr gespannt, wie das Nico und vor allem dann auch Simon handhaben. Weil, guck mal. Ich brauche mal Saft. Augenblick. Ich sag dir, weil guck mal, wenn ich jetzt den hier mache, kann ich mal weiterfahren. Ich muss nur lenkungstechnisch irgendwann was ausdenken, weil ich habe keine Lenkung eingebaut aktuell. Ja, am Anfangs hatte ich wirklich was gebaut, das hatte 19 Blockreifen und es hat genau 2 Stück davon gehabt. Und alles, was konnte, war, konnte die Plattform in der Mitte drehen. Nicht die Räder, sondern die Plattform gedreht. Das ist auch nicht zwingend sehr hilfreich, sagen wir so. Warte, ich sag mal eben die Reifen, ich meine. Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Rad. Du meinst. Die kennst du ja auch vom letzten Mal oder so, glaube ich. Hier. Die Dinger. Jo! Was ist das denn? Ein Rad. Welches ich offensichtlich abhabe. Oh Gott. Ja, dann machen es die natürlich deutlich besser. Uff. Ich weiß nicht, mach das so. Wenn ich dich mal mit abschneide, dich. What? Was machst du denn jetzt? Wie kriegst du die denn wieder zusammen? Das ist anders. Ah, verdammt, da ist der Motor drin. Warte, komm her. So. So, jetzt brauche ich. Jetzt nie. Hast du hier 2 Hälften und hast noch eine Minute 40. Das ist nicht mein Problem. Ich hab's schon alles durchgeplant. Wie kriegst du die denn jetzt zusammen? Oh no, not really. Oh doch. Hä? So. Wie da brauchst du ein Schweißgerät, oder? Präzise, Marty. Gott, das habe ich noch nie verwendet. Ich schon ein paar. Ich auch nicht sehr oft, aber ich weiß, wie es funktioniert und da bin ich zufrieden. Ah, okay. Also, guck mal, wenn ich hingehe, nimm dir mal eins mit, dann kann ich es erklären, fix. Schweißwerkzeug. Ja, genau. So, ja. Wenn du jetzt mal hier drüber hast, siehst du den Block, den an, wie sie es hat, ein blaues ja. Fixium auf der Seite, wo du hinguckst. Ja. Die Seite klicke ich einmal an und da habe ich auch so eine Preview, so eine schöne. Ah, und dann machst du es so. Genau. Ah, ist ja cool. Big Brain. Ja. Oh Gott, ich sehe schon, Nico wird sich freuen. Ja, mach doch nicht, wenn du fragst, oder nicht. Mir ist gerade mein Problem aufgefallen, ich weiß nicht, wie. Ach, so komme ich rein. Ich will gar nicht wissen, was er gebaut hat. Er, ob es Sudero gebaut hat. Was, Simon? War. Ja. Ja. Will ich's wissen? Naja, ist die Frage. Willst du noch was machen in 15 Sekunden? Ja, noch ein bisschen optimieren. So, okay. Ist fertig optimiert. Ja, ich warte hier mal, weil ich auf deine Reaktion gespannt bin. Oh Gott. Was hat Leon gemacht? Oh nee. Hat's wegen ihm ganz einen kurzen Lagspike gegeben, oder? Ich hatte keine. Ach so, gerade eben, glaub, ja, ich bin kurz rausgetappt. Ah, ich glaub, Simon hat ein Ding auch gefunden. Okay. Also, wenn er schon so, oh lol, schreibt. Ach, das ist ja nett. Ja, das sieht ja ganz, ganz brauchbar aus. Ja, damit kann ich arbeiten. Also, zweite 10 Minuten gehen los. Das ist Leons Ding. Ja, also, genau. Da ist in anderen Worten einfach nichts. Aber, Scheibenbremsen. Naja, was heißt nichts? Er hat ein Gestell, er hat einen Sitz, ja, und er hat einen Motor. Ja, also, gut, aber... Und er hat jetzt gerade eben noch eine Lenkung eingebaut. Ja, die mir noch angeboten werden. Ja, die hat er jetzt in der letzten. Die ist jetzt für mich gehört. So. Hä, machst du jetzt einen zweiten? Machst du jetzt einen zweiten Sitz? Wo ist denn denn der Sitz hier? Hier ist kein Sitz. Doch, hier. Das Grüne. Hier. Oh. Ach, lol, das bin. Nee. Hä? Doch. Ja, wow. Ja. Alter. Das ist Leons nee. Sitz. Ja, okay, kann ich abschminken. Ich nehme es hier vorne.
Ich baue seinen Sitz nicht ab. Kannst du den Sitz auch an den Motor packen? Wenn ich den Motor hier. Weil das geht, glaube ich, nicht. Ich muss, ich gehe mal sicherheitshalber, weil ich weiß nicht. Ist der Motor schon eingeschaltet? Ich glaube nicht. Dann machen wir mal die Verbindung zum Sitz. Ich lasse dich auf jeden Fall mal weiterbauen und geh mal weiter. Mach du. Hallöchen, Simon. Simon? Ja, was ist denn? Ich bin jetzt hier. Was ist das denn? Luxemburger spinnt, ey, ganz ehrlich. Bitte? Der Luxemburger spinnt. Warum? Was hast du denn vorgefunden gehabt? Naja, das untere mit einer Steuerung, die so gesteuert wird. Moment. Eigentlich. Ja? Okay. Und da ich keine Lust auf dieses komische Ding da hatte, zum hinten dranhängen. Ja. Gibt es halt einfach einen Sitz. Okay. So, und natürlich Schubdüsen braucht das Land. Geil. Weil sonst passiert das. Kipp. Kipp. Uff. Deswegen Stabilisator an. Okay. Dann kippt er schon los. Das Problem ist. Kannst du lenken? Ja. Ah, okay. Das Problem ist, das Fahrzeug nur nicht verträgt den schnellen Richtungswechsel. Wenn ich jetzt schnell wieder zurück will, kippel da um. Oh, aber shit. Er dreht sich immer von alleine wieder zurück. Guck mal. Oh. Ja, stimmt. Lol. Das ist ja mal geil. Und zum besseren Angreifen. Oder bremsen. Okay. Ja, also ich solide Grundkonstruktion, würde ich mal sagen. Die Konstruktion von Nico ist sehr interessant, ja. Allerdings, ich würde auch nicht viel Produktives machen können. Das ist einfach gut. Also, du hörst einen Timer, einmal wechseln. Wo ist denn Leon? Wo ist denn Leon? Halt, du musst zu Nico. Da, wo Nico jetzt ist. So, letzte 10 Minuten. Oh ja, im Himmel. So, was genau hast du vor mit diesem Fahrzeug? Möchtest du noch irgendwas verfeinern oder noch dran bauen? Du kannst ja, geh einfach nie gucken, dann weißt du, was ich mit einem anderen Unfall angestellt habe. Ja, aber bloß. Nee, hast du nur so eine grobe Ahnung? Möchtest du jetzt nur noch lackieren und. Ich möchte gucken, dass ich das Ding hier in einen Zustand kriege, wo man irgendwas umkippen könnte. Außer sich selbst. Okay. Dass man vielleicht jemand anderen zum Umkippen bringt. Zum Beispiel. Hallo, danke. So. Hey, Nico, frag einfach nicht. Der hat doch nichts geschrieben. Ja, ich sag's einfach nur zu dem Unfall, den er dahingestellt gekriegt hat. Aha. Ich denke, geh mal davon aus, du hast gesehen, wie das mal aussah. Oder aussieht. Ich habe Simons Grundkonstruktion gesehen, ja. Grundkonstruktion trifft's, ja. Ja. Guck aber noch, dass du dann noch lenken kannst, wa? Wenn du da Sachen hinbaust. Ich habe schon eine Idee, warte mal eben. Ich weiß nicht mehr, wo zum Bumsi lenkt bei dem Unfall hier ist. Ehrlich gesagt, warte. Nein, das ist eine Schubdüse. Ich will eigentlich einsteigen, meine Herren, ey. Das ist Nico sein Unfall ursprünglich, ja? Das ist Nikos Grundkonstruktion, ja. Oh Jott. Also ich weiß, was Nico gemacht hat und ich weiß, was jetzt Simon gemacht hat. Ich will es nicht wissen. Ich wette von Simon einfach nur die Schubdüsen. Da wette ich einen Stein. So, ich möchte haben. Ja. Schaust du mal, was du da noch draus machen kannst? Ich guck mal, was du gebaut hast. Wie heißt das Ding in Deutsch? Bis denn. Jo, bis dann. Ciao. Ja, hallo? Ich frag mich. Ja, ich stelle mir einfach keine Fragen. Ich versuche das hier möglichst was draus zu machen. Ich hab's. Ja, so halb gebalanced. Nur halb. Ich weiß, was. Ich weiß, was. Jetzt weiß ich, was Leon meinte. Oh
Machen wir mal den Block weg und stattdessen. Ist der einfache. Ist da auf dem. Ist da auf dem Auto einfach nur ein Motor, das da oben das Disco-Licht dreht? Ja! Ich lasse es jetzt so. Ich frage mich, ob das noch von Simon kam oder von Leon. Immer noch zu schwer hinten, wa? Ich mach mal einen Block wieder weg. Naja, du musst mehr Gewicht vorne hinbringen, wa? Oder alternativ natürlich etwas mehr Gewicht vorne, das geht natürlich auch. Zum Beispiel setze ich mal, Willst du perfekt im Wasser sein, oder wie? Hier? Möglichst. Das auch nicht vorne an der Dings, nee. So. Na, noch mehr vorne. Das geht ja eigentlich. Und seitlich vor. Ja, wahrscheinlich, weil die Antenne da auf der Seite ist. Und das halt damit nicht symmetrisch ist. Ja gut, das muss. Such mal mit so einem. Das sieht doch nicht schlecht aus. So. Oh Gott. Das Ding. Oh Gott. Oh der Unterschied kommt. Ja, und das Licht, das. muss immer schnell machen, weil sonst lauft mir. Nein! Lauft mir das Fahrzeug weg. Wie ist denn jetzt die Lenkung? Die hat Simon nämlich noch nicht gemacht. Lenkung? Ganz normal? Oh. Okay. Okay, das Ding. Gott, ich bin ja noch gar nicht mit dem gefahren. Oh Gott! Alter, boah, Leon, ey. Leon kennt auch nur volle Pulle. Noch 5,5 Minuten. Ja, ich versuche, wie gesagt, hier nur das Ganze etwas ein wenig zu balancen, damit man damit etwas machen kann. Und sonst. Ich meine, ich bin jetzt eigentlich recht happy damit. Hast du ein Licht nach unten? Oh. Nee, das sind Schubdüsen. Hä? Bei mir strahlst du ein Licht nach unten ab. Stimmt. Anscheinend. Hier, das da. Anscheinend. Hier, ja. Licht. Ja. Lol. Warum nur auf einer Seite? Ja. Ey, Juli, hast du. Hä? Hast du mir gerade die Lenkung verdreht? Nö. Hä? Gerade hat's doch. Hä? Bin ich gerade dumm? Das doch. Okay, warte. Nö, du kannst die Lenkung einfach so lassen, weil ich weiß, die hat Simon so gemacht. Doch, nur für Verwirrung dann. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, was ich an dem Fahrzeug noch groß ändern will. Außer, dass ich jetzt nochmal gucke. Ah, guck mal, jetzt kriege ich sogar fast perfekt gerade nach oben. Ah, okay, vielleicht noch was, das nicht umkippt. Beziehungsweise, das, wenn man umkippt, dass man. Ja, das wäre eine Idee. Da habe ich auch schon einen Plan. Ja, hier vorne. 4 Minuten hast du dafür noch? Ja. Ich gehe nochmal zu Simon. Ach du. Und wenn die Zeit einfach vorbei ist, einfach zur Arena kommen. Speichern nicht vergessen. Da. Simon, zeig's in den Himmel. Oh Gott, ey, ich kann in meinem Fahrzeug kann man einfach nichts Besseres machen. Okay. Ah! Okay, das ist ein sehr guter Fahrersitz. Ja. Ich bin verblüfft, wie jeder diesen Fahrsitz sehen möchte. Ist das irgendwie ein Insider verpasst oder? Vor 2 Folgen oder so. Das ist der Titanic-Sitz. Okay. Ich frag gar nicht erst nach. Naja, wie stehen die vorne bei der Titanic? Auf den Füßen? Naja, aber auch so mit Ärmel ausgespreizt. Oh Mann. Ja, das ist ein bisschen behindert. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das aber wegmachen? Titanic finde ich ein schönes Stichwort. Ja? Warum? Ja, warst du schon mal bei mir drüben? Nein. Hast du schon gesehen, wie ich das. Was ist was, hast du gefragt? Nee, ich habe hier gedacht, hier war so ein Stängel aus diesen schwarz-gelben Blöcken, den habe ich weggemacht.
2 Minuten noch. Mhm. Also du hast ja schon lackiert, das heißt, du wirst das Fahrzeug so ins Rennen schicken, oder wie? Ich gehe davon aus, ja. Okay. Okay. Dann noch die Finger zum Umkippen, oder wie? Die sind zum Umkippschutz. Die habe aber ich nicht hingebaut. Die sind durch meinen Vorgänger schon da gewesen. Okay, das habe jetzt nur ein bisschen, getrickst. Ich habe jetzt hier die Gegengewichte hingemacht. Okay. Weil das Problem ist, das Fahrzeug kippelt sonst recht einfach. Und durch das, dass es halt recht sportlich lenkt, habe ich mir gedacht, okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, damit es nicht nach vorne und hinten überkippt. Ja. Deswegen gibt es ganz schnelle Ausgleichsgewichte, die halt im Zweifel rausfahren können. Ja. Und das Ding wieder ein bisschen in die normale Position geben. Hat aber auch den lustigen Beieffekt, dass ich, wenn ich irgendwo gegen den Gegner stehe. Ja. Bisschen das habe ich letzte Folge tatsächlich auch gemacht, die ganze Zeit. Aber mal schauen, wie das jetzt dabei rumkommt. Vielleicht mal hier vorne noch kleine Rampen hin, dass der Gegner ein bisschen hochflutscht. So ein bisschen. Oh, da. Drauf hast du noch 50 Sekunden? Ja, dann lass ich es weg. Nee, speichern nicht vergessen, natürlich. Ich weiß, was nur drauf. Ich weiß, was nur drauf muss. Klopapier. Nee. Nein, auch Farbe. Oh, wobei. Ja, zack. Und. Zack. Zweimal Farbe. Jawohl. Stört es jetzt nicht mit dem Reifen? Die Lenkung ist doch mittig. Das ist ein Knicklenker. Ne, ich meine, ja schon, aber ich meine zum einfach zum Bewegen des Reifens, dass der halt vorwärts fährt. Ja, okay, alles klar. Nö. Läuft. Gott. Gut, also, Timer ist vorbei. Einmal abspeichern. Oh, das Ding heißt jetzt, joa. So, also, dann hätte ich einfach mal gesagt, der Nico fängt an, mit seinem Fahrzeug hier aufzustellen. Gut. Es wird, also, halt bitte hier außerhalb, bitte hier außerhalb. Ach, okay. Also, ich hab... Das, dein letzten Stand, also nach 30 Minuten. Genau. Also, das heißt, du müsstest jetzt Simons Grundkonstruktion spawnen. Genau. Simon, halt deine Augen zu. Guck weg, mach das nicht. So, ich habe es getaucht, das komische Ding. Ich muss schon sagen, für das, was du gebaut hast, bist du so recht gut geworden. Ja, ich habe, glaube ich, ich der Witz. Ich Leon, also ich denke mal, Ich denke mal, das, was du vorgebaut hast, war ganz in Ordnung. Dann ist Leon gekommen, hat absoluten Müll gemacht. Nicht, ist der Witz. Und ich habe dann am Ende versucht, das Ganze etwas zu benennen. Ja, das war bei mir genau der Fall. Also was denkst du, was hat... Es kann einiges deutlich besser Was denkst du denn, was ich gebaut habe? Zumindest mal die Scheibe hier vorne. Die habe ich gebaut. Was? Lol. Ja. Die Antenne? Ich habe nur die Antenne gebaut, die Schubdüsen, die Motoren und eigentlich quasi das Ding war fahrbar. Außerdem habe ich einen kleinen Gag hinterlassen, der ich eigentlich gedacht habe, dass man drin lassen muss. Ah, okay. Leon? Was? Ja, was war's? Ich weiß selbst nicht mehr. Ich habe da noch so ein kleines Gimmick hingemacht neben der Schubdüse hier. Ach ja. Was denn? Und hier hinten war ein Sensor, da oben war eine Schubdüse und immer wenn du quasi hinten rangefahren wärst, wäre das Fahrzeug nach vorne umgekippt. Ja, das hab ich gesehen. Wow! Aber ich meine, in der Grundkonstruktion hat sich nichts geändert, also nachher war es alles richtig. Okay, das wäre geil. Das wäre aber gewesen. Dann hat Leon auf jeden Fall dran gearbeitet und es... Ja, also ich hab konntest das jetzt nicht verwenden. Modifiziert habe ich die roten Schubdüsen hier, die Unfälle da. Jetzt, die Rampe habe ich drauf gemacht und festgelegt. Mehr wusste ich genau nicht mehr. Du hast sie so gestellt, dass man da eine Millisekunde draufdrücken muss, wenn man dann in Nevada ist. Im Nevada. In Nevada. Ja. So. Ich möchte von meinen Festplatten demonstrieren. Ey! Ich habe uns überlegt, ob ich da oben auf die Antenne drauf einen Rotor setze, weil Juli vor was von Rotoren gesagt hat. Hab ich so ähnlich. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist ja dann doch scheiße, weil nachher käme ich... Ja, Nico, spawnst mal bitte neu nochmal. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. So. Oh, ich habe meine Lampe übersehen, sehe ich gerade.
Ich hatte nämlich das Ding eigentlich in allen Seiten mal mit Lampen ausgestattet, ja. Habe gedacht, boah, das ist hässlich, also habe ich noch eigentlich einen gemacht. Oh, Leon, nicht so. Anfassen, okay? So, dann einmal wieder nicht nach anfassen. Unten, nach unten das Fahrzeug. So, nach D kommt E, das heißt, Leon stellt's daneben hin. Ja. Ich hab's getauft, Scrap 07, ich weiß es auch nicht. Und ich finde, das trifft ziemlich gut. Ja, das ist Nikos Grund. Die Funktionalität, dass es auseinander geht, klappt immer noch. Ja. Ja. Es wird halt aussteigen, es wird nicht gefahren. Vibrieren. Es wird auch nicht das Tool in die Hand genommen. Das habe ich sowieso schon aus meiner Hauptbar gepackt, tatsächlich, ausnahmsweise mal. Aber sehr gut. Also, das ist Nikos Grundkonstruktion, dann hat Simon weitergebaut und Leon hat es verfeinert am Ende noch. Ich habe nur eine Sache. Was es kann, werdet ihr dann sehen. Was ist das da unten? Bin hier mal gespannt. Was ist das da so? Ach, da hat der Magnetschienbremse bekommen, hä? Ja, so ungefähr. Okay. Also, da ist mein Sitz und da oben ist dein Sitz. Das heißt, mein Sitz hat wahrscheinlich gar keine Funktion mehr. Wo ist dein... Da ist ein Sitz. Da passiert nichts. Ich wusste, was ein Witz ist. So, okay, ja, okay. Musst du wissen. Husch, wusch. So, gut, letztes Fahrzeug. Simons Verfeinerung. Und meine Grundkonstruktion. So, jetzt bin genau. Ich will das mal. Okay. Ja. Was habt ihr denn damit angestellt, ey? Was hast du da gemacht, außer ja. Grün? Grün war ich schon. Ach, du hast. Okay. Die Farbe ist sogar noch drauf. Ja. Du hast dich mal hoch. Hey. Oh, Leute. So, also. Das sind die drei Fahrzeuge. Unfälle. wir werden jetzt Folgendes machen. Ich stelle mir einfach mal Platz, was ich gebaut habe. Von links nach rechts kriegen die Fahrzeuge sozusagen Nummern. Das heißt, ich mache über random.org gebe ich euch drei jeweils eine Nummer. Der mit der niedrigsten Nummer kriegt das Fahrzeug ganz links, der in der Mitte das mittlere und der mit der höchsten Nummer kriegt das ganz rechts. Ja, okay, also das Fahrzeug hat keine Nummer gekriegt, sondern egal. Genau. Das Ding ist natürlich auch, wir können es jetzt nochmal umändern. Ich gebe euch allen drei eine Nummer und der mit der höchsten Nummer darf sich raussuchen. Oh nein. Aber das finde ich dann eher... Achso, aussuchen. Nee. Ja, aber das finde ich dann eher ein bisschen doof. Damn, das heißt, ich fange jetzt einfach mal an. So, Simon bekommt die Nummer. Bekommt die Nummer 39. Jo. Oh, okay, ja. Nico bekommt die Nummer. Oh Gott. 97. Oh Gott. Nein. Nicht so 50 oder so. Okay, ich hab so eine Vorahnung. Und Leon bekommt die 94. Oh nein. Wow. So. Okay. Also, Simon, Simon ist auf seiner Grundkonstruktion. Leon ist in seiner Verfeinerung. Ja, ja, das ist das, was ich als letztes hatte. Genau, und Nico ist in seinem mittleren. Und Nico ist los. Nico ist los. Also, jeder hat drei Leben. Oh. Ich erkläre es euch bloß nochmal kurz. Jeder hat drei Leben. Ihr macht ein 1 gegen 1 gegen 1. Wenn das komplette Fahrzeug... Ich höre dich nicht. Wenn das... Achso, du hörst mich nicht. Wow. Der wollte Wenn das komplette Fahrzeug aus der Arena raus ist, seid ihr raus. Ihr verliert ein Leben. Wenn ihr kein Leben mehr habt, seid ihr raus. Nico, bereit? Ja, ich winke schon mit dem Finger hier. Gut. Ich winke schon hier. Leon, bereit? Ui. Simon, bereit? Mein Motor läuft schon. Alles klar, dann sag ich mal. 3, 2, 1, go! Auf in den Kampf, rollender Funkturm! Nico! Okay, Nico legt sich erstmal hin, okay. Aha, aha. Hier wird erstmal fett gebettelt. Keine Power. Oh! Oh, da wird rausgeschoben. Ja, aber er war nicht komplett über der Linie drüber. Ey, ja, Moment, ich komm mal helfen. Bitte. Ja, Nico, komm mal helfen. E ist aussteigen. Warte mal kurz. Okay, jetzt, was macht ihr eigentlich? Oh, 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 oh,
Nee, da war noch da war ein Rad, da war ein Rad noch drin. Da war ein Rad noch drin. Ja, ja, genau. Oh, ich muss hier auf Nico gucken. Warum? Oh, 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 yeah. Leon ist draußen. Leon ist draußen. Meine Hand, du. Da war noch ein Rad drin. Genau. Ja, da war wirklich noch ein Rad drin. Hab ich gesehen. Ja. Und hat noch ein Zar, genau, natürlich. Das Fahrzeug. Der einzige Vorteil hat, ist doch bullig. Vor allem das Böse ist, das Fahrzeug dreht sich von alleine. Durch dieses Ding oben drauf. Darf ich das ausmachen? Nein. Darf ich zumindest langsamer drehen? Es geht jetzt nicht. Nein. Geht. Darf ich die Richtung ändern? Nein. Das ist Simon, das würde ich nicht machen, weil dann hast du hinten deinen Arm, der nichts nützt. Alles klar, die zweite Runde startet jetzt. Jetzt. Hände nach oben. Oh, und dann die Hände. Oh. Nico legt sich erstmal hin vor Simon. Na. Knie nieder. Oh. Neu. Neu, 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 erstmal. Nico hat das war knapp. Oh, Nico. Nein, Simon. Oh Gott, Gott. Nico hat seine Stabilisatoren ausgefahren. Was macht Leon da eigentlich? Das gibt einen Punkt bei Leons Karre, dass die sich bestimmt... Selbst aufrecht, Mensch. Oh fuck, shit Nuggets. Nein! Nico ist einfach rausgefahren. Ich hab's nicht auf Cam, aber Nico ist rausgefahren. Hat er schon draußen? Ja, der ist ja, draußen, ja. Ich hab's okay. Aufgabe. Das Tolle ist, kannst du mal da rausgehen, bitte? Ja, mach mal eben auf. Juli, genau. Das Problem ist, wenn ich 1, 2... Also wenn ich die Arme quasi als Stabilisator verwenden will, muss ich 1 und 2 halt durchgehen. Dafür gedrückt kurz, haben. Achso, und da bist du... Leon, da bist du... Kann es sein, dass wir gerade perfekt ineinander hingen? Ja. Das war ja wirklich so, dass die Schubdüsen genau zwischen den Streben gehangen ist. Oh, sehr schön. Sehr amüsante Folge. Also Leon hat 2 Leben. Nico hat 2 Leben. Simon hat noch 3 Leben. Mir geht das Ding auf den Keks. Du musst kurz 2 Sekunden weg. Ja, ist okay. Ich hör das bis hierhin hin, wenn es dir besser macht. Ja, wir hören das auch. Jump. Gut. Oh, jump. Hopp. Genau. Subi, also die dritte Runde startet jetzt. Mami. Nico traut sich nicht weh zu drücken. Das ist übrigens ein Corona-Fahrzeug, das kann eine Armlänge Abstand halten. Ich kann 2 Armlänge haben. Simon! Ja, Gas. Nein, nicht auf dem Dach. Nicht auf dem Dach. Ja, genau so. Und weg hier. Weg hier. Simon geht auf. Leon, ist noch ein Reifen drin? Ja, passt. Ja. Nein, Simon! Alter, den Angriff habe ich gesehen. Los, auf Leon hier. Leon liegt. Ja, Leon, schieb dich raus. Oh, okay, bei Nico wird's auch knapp. Oh, fucking hell. Man, ich muss hier Klavier spielen, das ist nicht so einfach. Weg da. Ich bin übrigens beeindruckt, dass ich ihn auch schaffe, mich umzudrehen, ja? Wie langsam fährt Leon eigentlich? Das ist ein Wunder. Das ist interessant, ich kann auf der Stelle wenden durch den Funkturm. Oh, Nico. Ja. Oh. Ja! Jawohl! Easy, Spiel ausgetrickst. Oh, Simon fährt einen Angriff auf Leon. Oh. Alter, dieses Fahrzeug, ey. Nico macht einfach gar nichts, der guckt immer zu und fährt vorbei. Ja. Ja, Alter, ich hab... Simon fährt Angriff. Ja, Leon weicht aber aus. Vielleicht sollte Simon mal auf Nico gehen. Ja. Warte, ich komme. Augenblick. Ja, ich geb Stoff. Oh. Wie geht's? Hallo, wie geht's dir jetzt? Wie wär's? Simon wird raus. Leon wird rausgetragen.
Nein, wieder nicht. Fast, dann gehen wir jetzt auf Keks, weißt du das? Nein. Und Leon ist raus. Leon wurde rauskatapultiert von Simon. Darf ich hey. Ja, das möchte ich jetzt kurz machen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich möchte einmal die zwei länger drücken. Wo ist der Arena? Hier, wo unsere Namen sind. Hallo Simon. Genau, das heißt, Leon hat immer noch ein Leben, Nico hat zwei, Simon drei. Die Runde beginnt jetzt. Dankeschön für gar nichts. Erstmal die 1 drücken, das ist immer das Wichtigste. Ja. Oh. Ja, okay, das ist alles, was ich machen kann. Ich kann nicht mehr machen, als die Richtung fährt ein bisschen. Leon ist raus. Leon ist raus. Was ist das denn für ein Wix von einem Fahrzeug? Ich war aktiv beteiligt. Ich war aktiv beteiligt. Achso, jetzt habe ich noch einen Snack. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich gegen Simon klarkommen. Die zwei, wir haben die besagten Leben im Finale. Ja, wir haben beide zwei Leben. Nein, du hast zwei, Simon hat noch drei. Fuck off. Genau. Okay. Das heißt, das Finale, Runde 1, beginnt jetzt. Ich bin hier, jetzt hol mich. Wow, wirklich? Ja, Nico, du musst dich bewegen in 5, 4, ja, ich beweg mich ja. Guck mal, ich beweg mich ja. Jetzt mach mal hier keinen Anstand. Ey, ich dachte, du bewegst dich nicht. Simons Disco-Licht ist echt. Ja, ne? Nico, haut einfach ab. Ein was? Alles gut. Alles gut, meine Herren. High five. Hallo. Leon, kannst du bitte nicht dem aktiven. So. Ich brauche neu. Moment kurz. Also, Nico ist immer auf der Flucht. Das ist unglaublich. Das ist doch ein Film. So, Simon muss jetzt einen richtigen Angriff fahren. Oh nee, der schiebt sich selber weg. Oh. Ah. Mein Gott, warum trickst Nico immer aus? Jetzt hängen sie ineinander. Okay. 5. Naja, Simon, du musst mit ihm eigentlich nur nach rausfahren und selber drin bleiben. Ach nee. Alter. Jetzt. Uni, Juli, bist du zufrieden nach der Position? Ja, so geht's mir nicht auf den Zeiger. Okay, gut. Oh, Simon. Hat noch einen Reifen drin. Hä? Nein? Alles muss raus. Ich kann nicht zurückfahren, das ist das Problem hier, ne? Ja, Nico, ich häng so mit der Antenne oben fest. Jetzt ist alles raus, würde ich behaupten. So! Also gut. Ihr macht. Aber ich bleib jetzt mal da oben. Ich bin schon immer ein Tu-Kind gewesen. Baumkind, Also ich möchte jetzt zur Fairness halb, ich steig mal aus. Okay. Also du sagst von dir selber, dass du raus bist. Ja, er ist noch drin, noch ist er drin. Auch. Junge, schieb ich nach wenigstens raus. Ja, Nico. Meinetwegen, dann fahr ich eben raus, wenn es nicht anders geht, ja, aber. Jetzt bist du raus. Jetzt bin ich raus. Meine! Nico holt mich ja gleich wieder hier rein. Beide in ihren Ecken. Ja, gut, fast in den Ecken. In ihren Ecken? Ja. Also, ich bin hier nicht in der Ecke drin, reicht das auch? Ja, das ist völlig okay. Also, steht. Aktuell steht es 2-2, sehr spannendes Finale. Total. Man darf nicht eine einzige Modifikation am Fahrzeug haben.
Es ist absolut richtig. Dem Motor ein bisschen mehr Leistung geben. Ich will nur mehr Leistung, ne? Nein. Durfte ich auch nicht, sonst hätte ich vielleicht auch gewonnen. Ja. Deshalb, die nächste Runde beginnt in 3, 2, 1. Komm und schieb mich raus. Oh, jo. Mach erstmal einen Angriff. Die Disco-Beleuchtung ist am besten. Na, Simon? Wie es geht? Du bist halt verdammt wendig. Das ist halt echt enorm schwierig zu kriegen. Wendig. Oh, 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 Nico, dicht am Aus. Simon muss jetzt einen Angriff fahren. Vor allem auf den Kopf. Irgendwas ist am Fahrzeug anders halt. Das ist Simon. Problem! Ja. Problem! Oh, Nico ist raus! Nico ist raus. Das ist jetzt Auslegungssache. Wer von euch hatte eigentlich die Idee, da Finger dran zu bauen? Das war eine Wenigkeit. Einfach so. Das sieht genial aus. Also bei Nico sieht es gerade nicht so gut aus. Ein Leben, Simon noch mit zwei. Ich bin gespannt, ob es die letzte Runde sein wird und Simon sich den zweiten Sieg einfahren kann. Ja, wir werden sehen. Nächste Runde in 3, 2, 1 und los geht's. Oh, Nico geht gleich auf Vollangriff. Oh, okay. Und... Wow! Fährt raus! Alter, ich will jetzt nichts sagen. Ich hab gestern die Scrap-Folge geschnitten, da ist genau das gleiche passiert. Exakt das gleiche. Ja. Boah, das belastend. Also Nico hatte überhaupt keinen Bock mehr und hat freiwillig aufgegeben. Oh, schön, endlich dreht sich das Teil nicht mehr. Also das war mal wieder eine wunderbare Folge von den Scrap Challenges. In der Folge hat Simon gewonnen. Herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal. Danke. Können wir jemanden Leon kicken? Danke. Ja, mache ich das nächste Mal. Nico hat einfach... I won this battle by a lot. What? Twitter, du hältst. Ja, du kennst die Tweets von Trump. Wollte ich gerade sagen. On you. Das war eine wunderbare Folge. Wie es nächste Woche aussieht bei Nico, werden wir dann sehen. Ich bin schon sehr gespannt, was er sich einfallen lässt. Ja. Dem Stinker da. Ich hab einen Plan. Ah, ich habe auch schon einen Plan für 3 Wochen. Wow. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei den Scrap Challenges. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.